Kann man Raum überhaupt fair teilen? Kann man überhaupt eine Stadt der Zukunft bauen? Ist es möglich? Mit allen rechtlichen Rahmenbedingungen, die für Städte genauso gelten wie für andere Gemeinden. Vor allen Dingen in einer Stadt, wo der Platz scheinbar oder kommunizierterweise begrenzt ist. Ich sage ja, das geht. Wir können eine Stadt der Zukunft bauen und wir müssen eine Stadt der Zukunft bauen. Denn Städte sind gerade bei der Klimafrage nicht das Problem, sondern ein Teil der Lösung. Weil Städte kompakt funktionieren und im Gegensatz zu Gemeinden ganz oft in ihrem Flächenverbrauch einen großen Schritt weiter sind und in der Frage des Energieverbrauchs ebenfalls viel mehr leisten können. Wenn wir aber Raum verteilen wollen, müssen wir über mehr sprechen als über Straßenraum. Wir müssen darüber sprechen, wie wir uns in Zukunft diese Stadt vorstellen und was wir auch im Bereich der Raumplanung tun sollen oder tun müssen. Für uns bedeutet eine kompakte Entwicklung einer Stadt auf jeden Fall, die Stadt eher in die Höhe zu entwickeln als in die Fläche, um im Zuge dessen mehr öffentliche Flächen und auch mehr Grünraum für alle schaffen zu können. Zukünftig wird es eine große Veränderung geben, was den Bereich Leben und Arbeiten und die Kombination betrifft. Wir haben jetzt in der Corona-Krise gesehen, dass das Homeoffice sozusagen auf dem Bereich ist, wo es viele schon lange gesehen haben. Wir haben gesehen, dass Menschen ihre Arbeit immer mehr dezentral abhalten werden. Das bedeutet auch, dass wir irgendwann in Innsbruck ein Thema haben werden, was das Angebot an Büroräumlichkeiten betreffen wird. Wenn wir neue Stadtteile bauen, wie wir es jetzt im Kampagnenreiterareal tun oder wie wir es im Pradl Süd beim Tivoli in Zukunft angedacht haben, wie es passiert in der Höttinger Au, müssen wir, glaube ich, in Zukunft vermehrt darauf achten, diese Stadtteile wie eine Art Ministadt zu denken. Bedeutet, Wohnen und Arbeiten muss inklusive Bildung in einem sehr kurzen Radius möglich sein, um auch die Mobilität, nämlich die Stadt der kurzen Wege, zu ermöglichen. Bei der Raumplanung geht es natürlich auch darum, gewisse Räume, die wir bereits verbaut haben oder die versiegelt sind, zurückzuerobern sozusagen und für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen mehr Aufenthaltsqualität, mehr Lebensräume und vor allen Dingen mehr öffentlich nutzbaren Raum für alle. Und natürlich gehört da auch der ruhende Verkehr dazu, natürlich gehört da auch der fließende Verkehr dazu und die Frage, wie viel Straßenraum verwenden wir wirklich für Mobilität beziehungsweise für individuelle Mobilität und wenn, für welche. Bei der Wohnraumschaffung dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass, wie ich schon vorher angedeutet habe, das Thema Wohnen und Arbeiten in Zukunft eine Rolle spielen wird. Wir haben uns immer dafür ausgesprochen und ich insbesondere, mehr Mischgebiete auszuweisen und zu versuchen, Nutzungen zu stapeln, um im Sinne einer nachhaltigen Bodenentwicklung zu schauen, dass wir nicht nur reine Gewerbegebiete ausweisen, denn auch das Thema Gewerbe wird sich in Zukunft stark verändern. Wenn wir an die Digitalisierung denken, werden wir in Zukunft sehen, dass Industriebetriebe sich eher nicht mehr in der Stadt ansiedeln, im Sinne von emittierend, sprich Lärm- oder schmutzemittierende Betriebe, sondern eher Unternehmen, die diese Themen nicht haben. Und daher gehe ich davon aus, dass wir in Zukunft mehr Mischgebiete brauchen werden. Insofern würde ich mir in Innsbruck wünschen, dass wir den Fokus von reiner Wohnraumentwicklung, wie wir es aktuell sehr oft tun, hin zu einer ganzen umfassenden Mini-Stadtteilentwicklung bzw. Mini-Stadtentwicklung umschichten. Nur Wohnraum zu bauen greift zu kurz, sondern Mischgebiete auszuweisen, wo Wohnen, Arbeiten, Leben und Bildung möglich ist. Vielen Dank.